Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Heute an einem Samstag, an dem ich selbst ja nicht zu Hause bin, um sozusagen die Bücherwoche zu gucken, sondern ich in Frankfurt bin. Denn die Kingsianer sind sozusagen, wenn ihr das seht, auf Tour in Frankfurt. Und wenn ihr das jetzt vielleicht seht und noch spontan Lust habt, heute um 15 Uhr sind wir bei Hugendubel und beraten euch und zeigen euch unsere Highlights, unsere Favoriten. Und ich habe dazu ja am Donnerstag noch ein ganz, ganz kleines Infovideo gemacht. Und wer es nicht live nach Frankfurt schafft, der hat vielleicht heute Abend so gegen 21.30 Uhr Lust auf eine Nacht in der Buchhandlung. Und da treffen wir uns auf Paddys Kanal sozusagen und starten ein Hangout mit tollen Themen, superschönen Challenges, die wir uns so ein bisschen überlegt haben, um euch eben auch, dieses Nachtfeeling in der Buchhandlung sozusagen mitzugeben. Und ich hoffe, dass wir da alle ganz viel Spaß dabei haben. Und das nur so ganz, ganz kurz vorneweg, weil es ja heute sozusagen auch schon ist. Insofern ihr das Video direkt heute am Samstag seht. Ansonsten ist der Hangout natürlich vom Paddy auch im Nachgang noch zu sehen. Ihr findet ihren Kanal und alles natürlich unten in der Infobox. Und es wird dann auch auf jeden Fall in den nächsten Tagen, Wochen den ein oder anderen Vlog zum Thema Kingsianer mit Hugendubel on Tour geben. Und ich bin tatsächlich so langsam ein bisschen nervös, was die Reise, was den Tag und so angeht. Aber ich habe meine drei anderen Kingsianer um mich und ich glaube, dass wir uns da auf jeden Fall auch eine wunderbare Zeit machen und das gemeinsam bestimmt auch genießen werden und viel Spaß haben, wie wir es ja eben sonst auch haben, wenn wir uns so sehen. Neben meinem Ankündigungsvideo gab es ein sehr geiles Promo-Video vom lieben Thorsten, das ich einfach mal auch in die Infobox packe. Solltet ihr das noch nicht gesehen haben, es ist wirklich großartig geworden. Und da wünschte ich mir manchmal auch, dass ich ein bisschen kreativer wäre und aber Thorsten ist es definitiv. Guckt mal unten rein, ich pack's euch in die Infobox, schaut da vorbei. Das ist wirklich sehr, sehr geil geworden. Ich habe das bestimmt schon 3-4 Mal angeguckt und bin immer wieder total geflasht. Und wäre ich nicht eh dort, spätestens nach diesem Video wäre ich auch nach Frankfurt gekommen. Ja, das soweit zu unserer Kingsianer-Tour heute in Frankfurt. Es soll ja um die Lesewoche gehen, nicht um den heutigen Tag, aber es gehört natürlich irgendwie so ein bisschen in diese Woche auf jeden Fall auch mit rein. Lesetechnisch lief es sehr, sehr gut in dieser Woche. Ich habe 4,5 Bücher gelesen, gehört, wobei eins davon auch eine Kurzgeschichte war. Ich habe eine neue Serie gesuchtet und es liegt auch so ein bisschen was hier neben mir und ich denke, wir fangen einfach mal so mit der Vorschau sozusagen an. Immer alle Infos zu den Büchern in der Infobox, guckt da gerne mal rein. Da findet ihr alles, was ihr über die Bücher vielleicht wissen mögt. Ja, das erste Buch, das ich diese Woche beendet habe, war Flammendes Land von Lauren De Stefano. Das ist der zweite Teil einer Trilogie und der dritte Teil erscheint jetzt, glaube ich, auch schon direkt im Juni. Und ich bin da auch sehr, sehr gespannt auf den dritten Teil. Ich habe den zweiten sehr genossen. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Science-Fiction-Reihe, die mir echt Spaß macht. Und dann habe ich gehört, Sommer in der kleinen Bäckerei am Strandweg von Jenny Golken. Hier habe ich ja in der Vorwoche den ersten Teil gehört und habe natürlich direkt mit dem zweiten weitergemacht. Eine Wohlfühlgeschichte, die beim Hören einfach ganz wunderbar klappt, weil auch die Sprecherin das wirklich sehr, sehr gut macht. Eine Kurzgeschichte von Stephen King und Joe Hill wurde diese Woche auch gelesen. Und zwar Im hohen Gras. Meine geht jetzt der Name weg. Eine Kurzgeschichte mit nur knapp 70 Seiten, die es aber im Horror durchaus in sich hat. Und dann habe ich weggesuchtet das neue Buch von Anne Freitag, Nicht weg und nicht da. Ein Buch, das glaube ich so schon locker 2 Monate hier bei mir rumlag. Und immer ist irgendwas dazwischen gekommen. Und für ein Buch, was ein bisschen Emotionen und Lebensgeschichte beinhaltet, brauche ich so meinen richtigen Moment. Sonst kann das auch leider ganz schnell nach hinten losgehen. Und da ich ja selbst einfach jetzt 4 Wochen krank war, wäre das, glaube ich, nicht sehr produktiv gewesen. Dementsprechend wurde es jetzt gelesen. Und ich glaube, es war auch einfach der richtige Zeitpunkt. Und dann lesen wir ja in einer Stephen King-Lesegruppe Sarah von jenem welchen. Und aktuell sozusagen, wenn ihr das Video seht, sind wir theoretisch schon fertig.
Allerdings für diese Bücherwoche gilt sozusagen die erste Hälfte, weil wir Montag damit gestartet haben. Und ja, das ist meine Taschenbuchausgabe dazu. Ja, dazu dann auf jeden Fall auch noch ein bisschen was. Und dann möchte ich auch kurz über ein kleines Kinderbuch sprechen, was bei mir eingezogen ist. Und ihr merkt, die Stimme ist immer noch nicht so richtig. Aber das wird, denke ich, auch noch. Und ja, dazu sage ich dann auch ein bisschen was. Und dann ist auch ein ganz geiler Neuzugang bei mir eingezogen, den ich euch auch zeigen möchte. Aber ich denke, wir starten jetzt erstmal mit den Büchern, mit Flammendes Land von Lauren DeStefano. Es ist der zweite Teil einer Trilogie. Der dritte Teil erscheint Mitte Juni, was ich wirklich sehr schöne Abstände finde für Bücher. Wenn so alle 5 bis 6 Wochen, von mir ist auch noch alle 8 Wochen ein Buch erscheint, dann finde ich einfach, kann man wirklich live dabei sein, wenn das Buch erscheint und das ist alles noch frisch und man muss nicht ein Jahr, 1,5 auf den nächsten Teil warten, was ich persönlich immer sehr, sehr schade finde. Ja, die Geschichte ist eine Jugend, Jugend-Science-Fiction-Story, würde ich sagen, mit leicht, dystopischen Ansatz, wie das ja sehr viele Geschichten haben. Allerdings sind wir hier wirklich in der Zukunft, was für mich eben den High-Fantasy-Charakter so ein bisschen wegnimmt und schon eher in die Science-Fiction-Richtung geht. Und ja, wir treffen uns hier auf Intermet wieder, einen Planeten, der oberhalb der Erde schwebt und auf den eben eine gewisse Anzahl von Menschen auch lebt. Und dieses Leben auf diesem Planeten ist gar nicht so einfach, denn es ist gefühlt alles vorbestimmt. Man erfährt schon als Kind, wen man heiraten wird, man steht auf Listen, um ein Baby zu bekommen. Man weiß im Grunde auch, wann und wie man sterben wird, also das ist im Grunde vorgegeben, das Sterbealter. Die Arbeiten sind vorgegeben, Schulen, alles ist kontrolliert, jeder Schritt gefühlt wird kontrolliert. Es gibt auch eine prophylaktische Medikamentenversorgung und wer nicht so ganz nach dem System sozusagen folgt, der muss da auch seine Konsequenzen daraus nehmen. Also ein sehr striktes Regime, nenne ich es mal, wirklich sehr... ja, totalitär eigentlich schon, was das Leben für uns da nicht sehr einfach machen würde. Allerdings, die Bewohner dort, wie zum Beispiel Morgan, das ist unsere Protagonistin, die wir begleiten, die kennen das gar nicht anders und die hinterfragt natürlich dieses System auch gar nicht und die fragt auch nicht, wie es anders sein könnte. Und natürlich wissen die ein bisschen was über die Erde, die unter ihnen sozusagen schwebt, aber hören halt auch nichts Gutes von der Erde. Also, dass die Menschen dort, also hier, sozusagen ihren Planeten vernichtet haben, die Ressourcen verbraucht sind und so weiter und so fort und dass da Kriege herrschten und das sind natürlich alles Dinge, die stimmen, das kann man gar nicht abstreiten, aber natürlich in der extremen Form erzählt, macht es natürlich schon den Eindruck, wie wenn wir alle hier Wilde wären und was wir wahrscheinlich tatsächlich sind. Der Gedanke kommt mir gerade so, aber ja, genau. Und wir begleiten im Grunde erstmal das Leben von Morgan in ihrem Leben. Wir erfahren so ein bisschen was über ihre Eltern, über ihren Bruder, wie das alles so ein bisschen funktioniert. Und das hat im ersten Teil unglaublich gut geklappt. Ich habe mich da direkt in die Geschichte hineingefühlt, versetzt und mag diese Geschichte wirklich sehr, sehr gerne. Ich war vom ersten Teil sehr gefesselt, sehr begeistert. Die hat es mir wirklich sehr, sehr angetan und ich mochte einfach dieses Science-Fiction-Flair mit dieser Dystopie, mit den Charakteren, auch wenn es schon eher leichte Science-Fiction ist, eben auch so ein bisschen für Jugendliche, weil wir natürlich auch jugendliche Protagonisten haben, ist es doch manchmal schon nicht sehr einfach, das zu ertragen, weil natürlich die Welt schon eine sehr harte ist und es schon manchmal... gerade für die, die zum Beispiel über den Ring, über den Rand springen wollen, doch sehr, sehr hart ist und dass man eben gefangen ist irgendwie auf diesem Planeten, das fand ich wirklich sehr schlimm. Ja, die Geschichte im zweiten Teil geht direkt weiter nach dem ersten und da kann ich natürlich zur Story nicht allzu viel erzählen, weil ich möchte ja überhaupt nicht den ersten Teil von der Story irgendwie spoilern, aber darum geht es grob in der Geschichte und es passieren eben im ersten Teil Dinge, die angetrieben werden. Wir erfahren da eben auch noch ein bisschen mehr über den König und die Königin und über die beiden Prinzen, also Prinz und Prinzessin. Und dementsprechend hat der zweite Teil schon eine gewisse Spannung versprochen,
die er auch absolut eingehalten hat. Für mich ist es kein klassischer zweiter Teil gewesen, der irgendwie mit Längen irgendwie daherkommt oder wo man ja oftmals so denkt, naja, das war halt jetzt nur das Vorgeplänkel zum Abschluss. Das Gefühl hatte ich bei Flammendes Land überhaupt nicht. Mir hat der zweite Teil sehr, sehr gut gefallen. Ich habe den auch sehr schnell weggesuchtet. Ich hatte großen Spaß mit der Geschichte. Es sind Entwicklungen dabei, die ich nicht habe kommen sehen, die in eine Richtung gehen, die ich überhaupt nicht erwartet hätte. Leider gibt es so ein bisschen was wie eine Art, ja, Dreiecksgeschichte, irgendwie so, die ich einfach persönlich überhaupt nicht mag. Davon bin ich einfach gar kein Fan. Und das ist immer sowas, wo ich denke, ha, musste das jetzt wirklich auch noch sein? Ich hätte mir halt tatsächlich gewünscht, wenn man die Liebe oder das, ja, was auch immer das so ist, dass man das einfach ausklammert. Es gibt so viel in dieser Story, was genial ist, man hätte da gar keine Liebe gebraucht. Und auch wenn sie nicht vordergründig ist, sondern definitiv sich schon ein bisschen weiter hinten hält, ist sie dennoch natürlich spürbar und gerade natürlich dann ab dem Teil, wo es in die Richtung geht, ja, die ich nicht so mag, habe ich natürlich so gedacht, ah, musste das, ne? Aber ich bin dennoch mega gespannt auf den dritten Teil und der erscheint ja jetzt schon Mitte Juni. Ich bin total neugierig, wie die Geschichte enden würde, in welche Richtung es geht, wie das Ende dann auch aussieht, was mit unseren ganzen Charakteren passiert und ja, also ich bleibe da dran, ich bin neugierig und mich hat die Geschichte sehr, sehr gut unterhalten. Ich mag sie auch sprachlich sehr gerne, weil sie zwar schon ein bisschen leichter ist und auch ein bisschen moderner, flotter, aber in den richtigen Momenten auch einfach ausholt, um die Welt, die Geschichte näher zu bringen und wirklich Charaktere hat, die auch so ein bisschen mal ja, sich selbst prüfen und befragen und daran eben auch einfach wachsen, was ihnen sozusagen geschieht oder widerfährt. Und das finde ich, passiert da einfach wirklich großartig und hat mir großen Spaß gemacht. Und ja, deswegen freue ich mich auch auf den dritten Teil und kann die Reihe bisher auf jeden Fall auch empfehlen. Das zweite Buch, Sommer in der kleinen Bäckerei am Strandweg von Jenny Golkin. Hier habe ich das Hörbuch gehört, weil ich in der Vorwoche ja den ersten Teil der Reihe gehört habe. Und ja, man könnte die Geschichte fast so ein bisschen losgelöst sehen. Aber sie nimmt natürlich schon Bezug auf alles, was so ein bisschen im ersten Teil passiert. Wir ja, haben ja hier im Grunde ja, eine junge Frau, zumindest also im ersten Teil eine junge Frau, die eben alles in ihrem Leben verliert, sowohl ihren Partner als auch die selbstständige Firma und die Hoffnung verliert und dann eben auf so eine kleine Insel zieht, irgendwo im Cornwall, wenn ich mich richtig erinnere, und dort eben so ihre Leidenschaft fürs Backen feststellt und dann der Bäckerin, als die irgendwie krank wird, dann eben auch aushilft und alle lieben ihre Backkunst und ja, dort trifft sie dann natürlich auch auf ja, den ein oder anderen gut aussehenden jungen Mann und auf einen Papageienfischer, der ihr sozusagen direkt das Herz stiehlt. Und ja, die erste Geschichte hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte den Stil, ich mochte das Inselfeeling, ich mochte diese Wohlfühlmomente, ich mochte das Hören in dieser Geschichte, ich mochte die Entwicklung der Charaktere, auch was da so ein bisschen für lustige Gestalten, sage ich jetzt einfach mal, dabei waren. Und allein wenn man den Millionär hier nimmt, Ruben, dann, ja, dann kann man eigentlich nur vor sich hinschmunzeln. Eine wirklich gelungene erste Geschichte und so war ich natürlich total happy, dass ich auch den zweiten hier habe und ja, habe dann direkt natürlich weitergehört. Was mich am zweiten Teil direkt zu Beginn, so die erste Stunde, die ersten 1,5 Stunden gestört hat, ist, dass doch recht viel aus dem ersten Teil wiederholt wurde. Macht natürlich Sinn, wenn man vielleicht jetzt nur diesen Teil hört, also den Sommer, aber ich persönlich denke halt, dass doch die meisten Menschen schon mit einem ersten Teil einer Reihe beginnen. Natürlich passiert es manchmal, dass man sich den zweiten, dritten Teil einer Reihe kauft. Ist mir auch schon passiert, wenn ich an die 12 von Justin Cronin denke. Die lag auch schon hier, ohne dass mir bewusst war, dass das ein zweiter Teil ist. Kommt eben einfach vor. Aber ich weiß nicht, ob ich, wenn ich dann den Fehler nicht merke, ob ich dann nicht irgendwie denken würde, oh, dann höre ich oder lese ich jetzt erstmal den ersten Teil. Dementsprechend fand ich das so ein bisschen schade, dass da so viele Wiederholungen waren, so viele Erklärungen waren. Und das zog sich natürlich so durch die ganze Geschichte immer mal wieder. Gerade wenn Charaktere auftauchten, dann wurde so die Geschichte von denen so ein bisschen erzählt, wie sich die halt auch kennengelernt haben. Und ich dachte so, ja,
Das weiß ich aber doch. Und ich bin jetzt wirklich so ein bisschen am Zweifeln. Es gibt ja noch Weihnachten in der kleinen Bäckerei, was ich definitiv so Winterzeit natürlich erst lesen oder hören würde. Und weiß halt nicht, ob das nicht auch in so eine Richtung dann geht, dass mir das nochmal alles so erzählt wird. Weil das wäre natürlich schon ein bisschen langweilig. Aber ja, es war nichtsdestotrotz ein toller Schreibstil. Mich hat die Geschichte unterhalten. Sie hat mich wieder mitgenommen. Es sind Bilder im Kopf entstanden, meine Güte. Und es hat wirklich Spaß gemacht, der Geschichte zu folgen. Und man hat ständig Hunger auf Gebäck und frisches Brot. Also das muss man definitiv, ja, damit muss man rechnen, dass man ständig gefühlt Hunger hat und eigentlich am liebsten wirklich direkt immer Brot essen würde. Und ja, also. Ja, das ist definitiv so. Es ist eine schöne Geschichte, es sind Charaktere, die man ins Herz schließt. Allerdings muss ich auch hier sagen, dass mir Polly doch ein bisschen auf den Keks gegangen ist, weil sie gefühlt so gar nichts auf die Reihe bekommen hat im zweiten Teil. Also wo ich sie im ersten Teil noch mochte und auch so ein bisschen ihre ja, Tapsigkeit, Naivität doch ein bisschen sympathisch war, ist das im zweiten Teil fast schon ein bisschen ins Nervige weitergegangen und man hat sich gefragt, wo kommt das zum einen her? Nach dem, was sie doch schon alles erreicht hat, versteht man die Zweifel nicht so richtig. Und ja, es war manchmal einfach nervig. Und gerade was dann so, ja, auch die Liebesgeschichte angeht, das war nicht so schön rund, wie es im ersten Teil war. Also daher ist der erste Teil wirklich ein Highlight gewesen. Der zweite war eher nur so okay und muss man wohl auch nicht gelesen haben. Das muss man ganz klar einfach dazu sagen. Ich glaube, ja. Man müsste diese Geschichte nicht weiterverfolgen. Nichtsdestotrotz bin ich, denke ich, gespannt auf die neue Buchreihe von der Autorin, die im Juni den ersten Teil hat. Und ich denke, ja, ich glaube, ich habe die auch in die Buchvorschau für den Juni gepackt. Das werdet ihr dann auf jeden Fall auch sehen. Und ich denke, dass die Autorin definitiv Wohlfühlbücher schreiben kann. Gar keine Frage. Und ich mochte auch die Sprecherin sehr. Aber ja, es darf halt nicht in diese Wiederholungsarten abdriften und vielleicht ist manchmal auch gut, wenn man einfach nur einen Teil erzählt und es muss nicht jedes Buch irgendwie ein Mehrteiler sein, ne? Oder jede Geschichte. Ja, aber es war gut und ich denke, also ich habe es auch zu Ende gehört und es hat mich auch unterhalten und in den nervigen Momenten, ja, da guckt man einfach mal ein bisschen intensiver gen Himmel und dann passt es im Grunde auch schon wieder. Dann machte ein Foto in der Woche eine Runde und zwar Im hohen Gras von Stephen King und Joe Hill. Wird als Netflix-Verfilmung ja, kommen, wann auch immer. Das habe ich, glaube ich, noch nicht entdecken können. Und es ist basierend auf einer Kurzgeschichte, die mir bisher noch nie aufgefallen ist und noch nie untergekommen ist. Joe Hill ist ja der Sohn von Stephen King, der auch selbstständig Bücher schon geschrieben hat, eher tatsächlich so ein bisschen mehr in den Horror geht als in, ja, als in die Richtung von Stephen King, der ja doch so eher unterschwellig Grusel und Horror schafft. Bei Joe Hill ist das schon ein bisschen direkter. Das, glaube ich, kann man direkt auch so sagen. Und ja, wir haben hier Im hohen Gras eine 70-seitige Kurzgeschichte, zu der man gar nicht so viel sagen kann, ohne dass man die Geschichte gefühlt spoilert. Wir haben hier ein Geschwisterpaar, die sich sehr, sehr nahe sind, die ihre Sätze beenden und eines Tages sind sie irgendwie unterwegs mit dem Auto und ja, sie ist, ich habe tatsächlich schon wieder den Namen vergessen, sie ist aktuell schwanger, weiß aber nicht, ob sie das Kind behalten möchte oder ob sie es zur Adoption freigibt und ja, das besprechen sozusagen die beiden auch immer mal und die Eltern sind tatsächlich von dieser Nähe der beiden auch so ein bisschen genervt, was ich gar nicht so richtig nachvollziehen konnte, aber das nur so am Rande. Und beide sind mit dem Auto unterwegs und hören auf einmal am Straßenrand Schreie, hilf mir, rettet mich und halten an und sehen, dass wir hier vor einem Feld stehen, das gefühlt über Menschen groß ist, dass man niemanden drin sieht. Und die beiden gehen eben davon aus, dass sich ein Kind, denn ein Kind ruft, hilf mir, dort verlaufen hat. Und ja, so richtig angetan vom Helfen sind sie erstmal noch nicht, bis sie dann aber auch noch eine Frauenstimme hören. Und ja, beide dann irgendwie wissen, denken, wir müssen da jetzt helfen. Und ja, das Grauen beginnt dann im hohen Gras. Und das meine ich genauso, wie ich es sage, denn es war teilweise sehr widerliches Grauen. Man kann es gar nicht anders ausdrücken.
Und es war sehr direkt, es war sehr mit der Kamera drauf gehalten, wie ich ja gerne das so sehe. Und es war schon sehr eklig. Ich hatte da auch Bilder im Kopf, die ich gefühlt jetzt auch ein paar Tage gar nicht rausbekommen habe, die sich mir doch so im Magen so ein bisschen ausgewirkt haben. Und auch in dem Schlaf man definitiv, also es ist sehr, sehr direkt geschrieben. Es ist sehr horrormäßig geschrieben. Es ist sehr blutig geschrieben. Also so für, ich bin ja auch nicht der klassische Horrorleser. Mir war es gefühlt an mancher Stelle viel zu viel. Und es ging unglaublich schnell. Klar, es ist eine Kurzgeschichte. Die Atmosphäre konnte sich gefühlt gar nicht so richtig aufbauen. Man hat halt direkt, wumm, den ersten Ekelmoment, wumm, den nächsten, und es ging weiter Schlag auf Schlag, und innerhalb von 10 Seiten hat man schon gedacht, oh, zum Glück hast du nichts gegessen vorher. Also es ging unglaublich schnell, was es natürlich, weil es eine Kurzgeschichte ist, auch sein muss. Ich merke nur immer wieder, ich bin eben einfach kein Kurzgeschichten-Fan. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Ich mag es, wenn jemand auf 6, 7, 8, 900, 1000 Seiten im Grunde was erzählen kann und die Atmosphäre lange anhält und man lange eine Beklemmung fühlt. Auf 70 Seiten konnte sich die nur ganz bedingt aufbauen. Da ist man halt auch gefühlt in 30, 40 Minuten durch. Na, das ist natürlich nur ein sehr kurzes Zeitfenster. Und das ist, wenn ich jetzt sage, es ist mir zu wenig, klingt das irgendwie komisch. Aber ja, es war eine Geschichte, die, denke ich, schon gut geschrieben war. Man weiß natürlich nicht, wer hat die jetzt geschrieben, die Geschichte. Ist das Joe Hill gewesen? Der Papa hat drüber geguckt und okay, war es der Papa, und Joe Hill hat das Ende geschrieben, weil Stephen King kann ja selten gute Ende enden. Sitzen die beiden zusammen, machen sich Gedanken über Im hohen Gras und verfassen das dann miteinander. Man kann sich das natürlich nicht vorstellen. Ich glaube, ich präferiere zu der ersten Variante, dass das eine Kurzgeschichte von Joe Hill ist und der Papa gesagt hat, da schreiben wir einfach unsere beiden Namen drauf, dann liest die auch jemand. Mittlerweile hat natürlich Joe Hill auch, denke ich, seinen eigenen Namen und seine eigenen Fans, aber man weiß ja nicht, zu welcher Zeit die geschrieben wurde. Ja, es ist eine Kurzgeschichte, die sehr brutal ist, die sehr eklig ist, die sehr schnell ist. Dinge darin passieren, die man gefühlt nicht so richtig versteht. Auch die Auflösung selbst nur sehr bedingt vorhanden ist, was ich ein bisschen schade fand. Aber ich glaube, das ist Absicht, damit es eben nicht immer einen Grund für irgendwas gibt. Und das ist dann auch schon wieder gruselig, ne? Also wenn ihr versteht, wie ich das meine. Das zu meiner Kurzgeschichtenerfahrung. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich mir die Verfilmung ansehen werde. Weil wenn die so eklig wird, wie meine Fantasie das in meinem Kopf gemacht hat, ja, dann bleibe ich doch lieber bei Das Spiel, was es ja auch auf Netflix gibt. Und ich möchte auch noch 1922 mir angucken, was ja auch eine Verfilmung von Stephen King ist, deren Buch ich ja kenne. Ich weiß noch gar nicht, warum ich den Film bisher noch gar nicht geguckt habe. Vielleicht war ich noch nicht so in Horror-Grusel-Roman-Stimmung, Filmstimmung. Weiß man natürlich manchmal nicht, aber weiter ging es dann mit einem Buch, das ganz anders war, und das war das Ziel des Ganzen. Denn nach all diesen Wohlfühlbüchern und Jugendbüchern dachte ich, jetzt brauchst du mal was für deine Emotionen, und habe zu Nicht weg und nicht da von Anne Freitag gegriffen. Das Buch ist ja, glaube ich, so Mitte März erschienen, ist auch bei mir angekommen. Ich habe auch mit Anne auf der Buchmesse schon 2, 3 Sätze so ein bisschen drüber sprechen können, wie und was und warum, und fand das auch wirklich ganz angenehm, an diesem Freitagabend mich so ein bisschen mit ihr unterhalten zu können. Ich habe von Anne selbst ja bisher nur meinen Letzter bester Sommer gelesen. Ich habe den Roman aus dem letzten Jahr mit diesem roten Cover nicht gelesen, weil es einfach kein Thema ist, was mich anspricht. Und ich kenne sie natürlich aus den New York Diaries, wo sie ja mit Adriana Popescu dieses Double sozusagen geschrieben hat. Und man weiß natürlich nicht, inwiefern da sich der Schreibstil unterscheidet. Man hat natürlich bei den New York Diaries durchaus mehr Erwachsenenpotenzial, während man bei Mein letzter bester Sommer und auch hier bei Nicht weg und nicht da schon ein bisschen ernstere Jugendliteratur hat, würde ich definitiv so sagen. Weil ich glaube, dass das wirklich auch Jugendlichen einfach eine ganz andere Welt der Literatur
Literatur sozusagen aufmacht. Aber um was geht's? Ja, wir haben hier Luise, ein junges Mädchen, die ihren Bruder abgöttisch liebt. Dieser Selbstmord begeht, weil er unter einer bipolaren Störung leidet. Und sie selbst mit der Trauer aber gar nicht zurechtkommt. Also sie lebt so jetzt für sich allein, sie schottet sich ab, sie spricht mit niemandem, sie rasiert sich sogar die Haare vom Kopf oder sehr kurz und weiß nicht so recht, wie sie damit umgehen soll, mit diesem Tod, diesem überraschenden Tod. Und auch die Familie ist gefühlt nicht immer so eine Hilfe, zumindest wenn man Luise Glauben schenken darf, denn sie kann mit ihrer Mutter nicht so richtig darüber sprechen und hat eine beste Freundin, mit der sie spricht. Doch eines Tages taucht dann Jakob auf, der selbst auch so das ein oder andere Problem hat, aber in Luise einen Menschen sieht, die ihn fasziniert, so rum. Und der so ein ganz netter Typ ist, allerdings eben auch mit seinem Gepäck sozusagen umherläuft und so seine eigenen Probleme hat. Und neben der Geschwisterliebe prägt natürlich dieses Buch auch die Trauer, die man fühlen kann. Und natürlich auch so das Kennenlernen von Menschen und ob es auch einfach falsche Momente sozusagen gibt und auch so ein bisschen, wie man Trauer bewältigen kann. Und das ist ein Thema, was mir immer sehr zu Herzen geht, einfach aus, was man selbst schon im Leben einfach erlebt hat. Und ich bin ein absoluter Fan dieses Buches. Ich fand dieses Buch wirklich ein absolutes Highlight. Es hat starke Emotionen, es zeigt die Welt, wie sie wirklich ist und sie zeigt auch Möglichkeiten, auf die man gefühlt gar nicht selbst kommt, eben um zum Beispiel mit Trauer umzugehen. Also Luise hat hier einen sehr schönen Weg gewählt, wie sie das alles verarbeitet, wie sie das im Grunde bewältigen kann, wie sie das alles wieder ins rechte Licht bringt, auch wenn sie anfangs gar nicht glaubt, dass ihr das überhaupt irgendwie gelingt. Die Charaktere sind perfekt. Es sind zwar Charaktere wie aus dem Leben gegriffen, doch alle umgibt etwas sehr Spezielles, was ich unglaublich gelungen fand. Der Schreibstil ist großartig, er ist vielschichtig. Was mich ein bisschen immer bei Anne Freitag stört, sind manchmal die sehr kurzen Sätze, die es eben durchaus gibt. Das macht das Lesen anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, bis man sich daran gewöhnt hat, eben auch Sätze zu lesen, die nur 4-5 Wörter sozusagen haben. Dennoch ist er wirklich großartig, er ist berührend, er ist vielseitig, es gibt unglaublich schöne Wortspiele in dieser Geschichte und man merkt, dass Anne einfach mit diesen Worten spielen kann, dass sie eine Welt erschaffen kann mit ihren Worten, die tatsächlich so ein bisschen ihresgleichen auch sucht. Und es ist auch sehr einnehmend, sehr mitreißend und man steckt in dieser Geschichte. Und ich habe die auch in 2-3 Wusches sozusagen durchgelesen. 150 Seiten waren gefühlt immer nichts. Und dennoch ist man danach fix und fertig. Man lacht, man weint, man ist berührt, man ist nachdenklich. Und ist einfach so, man ist so jetzt und das ist tatsächlich auch ganz gut, dass man das in dem Buch auch einfach mal sehr sein kann. Das Thema der Geschichte fühlt sich natürlich erstmal sehr schwer an und ist schon auch sehr aber durch die Charaktere, die Anne erschafft, macht's das so ein bisschen, einfach ein bisschen leichter. Denn auch die Nebencharaktere sind toll geschaffen, entwickeln sich großartig mit Luise mit. Und ich fand auch die immer alle sehr bildhaft dargestellt. Also man hat das Gefühl, man sieht die vor Augen und man sitzt mit denen im Grunde wirklich an einem Tisch. Das finde ich ganz toll. Sehr gut gefallen hat mir auch der Perspektivwechsel, der für mich die Geschichte sehr, sehr aufgelockert hat. Und wenn man mal aus Luises sehr schweren Herzen sozusagen rausgesprungen ist in eine andere Perspektive, bekommt man eben auch so einen ganz anderen Blick auf die Dinge und das hat mir unglaublich gut gefallen. Und eben auch die Trauerbewältigung von Luise selbst, auf die ich
es gar nicht so näher eingehen möchte, weil ich nicht spoilern möchte, die fand ich wirklich großartig. Die Idee fand ich grandios und ich glaube tatsächlich, dass das eine Möglichkeit ist, um mit Trauer auch im echten Leben umzugehen. Und ja, es gibt natürlich so ein bisschen eine anfängliche Liebesgeschichte, die zum Glück nicht vordergründig wird, denn nicht Liebe ist das Heilmittel der Trauer, außer sozusagen vielleicht die Selbstliebe. Und es ist eben einfach das Thema Trauer, das große Thema dieses Buches. Das nimmt den meisten Platz ein und was halt dann eben so Freundschaft, Familie und Liebe so nebenbei ein bisschen tun kann. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr schön, dass es eben nicht eine Geschichte wurde, so à la, oh, ich verliebte mich, gerade war ich in Trauer, morgen bin ich auf Wolke 7 und dank dieser Liebe, ach, habe ich gar nicht mehr an meinen Toten irgendwas gedacht. Solche Geschichten mag ich tatsächlich nicht und ich finde es schön, dass es Anne nicht gemacht hat. Es ist für mich wirklich ein Highlight mit der anfänglichen, ja, Gewöhnung an den Schreibstil und dass es gefühlt manchmal auch einfach zu viel Emotion ist. Das mag jetzt total abstrus klingen, aber wenn es einen manchmal zu überwältigt, dann, ja. Aber es ist ein Highlight, also gar keine Frage. Ich fand es wirklich großartig, es hat mich tief berührt, es hat mich sehr mitgerissen und ja, es wird nicht das letzte Buch von Anne Freitag sein, das ich lese, weil ich wirklich finde, dass Anne Freitag schreiben kann, dass sie das großartig macht und ja, wirklich Themen, ja, damit umgeht und dann auch wirklich hier mit Geschichten spielt. Ja, wirklich bombastisch. Absolute Empfehlung, wer gerne mal ein bisschen ein ernsteres Buch auch zur Hand nimmt. Und das letzte Buch der Woche, zu dem sage ich noch gar nicht allzu viel, ist Sarah von Stephen King. Hier haben wir, was diese Bücherwoche betrifft, die Hälfte gelesen. Das lesen wir zusammen ja in einer kleinen Leserunde. Und es gibt tatsächlich schon einige, die pausieren, die es mehr oder weniger abgebrochen haben, weil der Einstieg doch ein bisschen zäh war. Wobei ich glaube, die ersten 100, 150 Seiten waren noch großartig. Und jetzt sind wir so ein bisschen am Punkt, wo man denkt, ach, wann geht's denn endlich mal weiter? Ja, ich suche immer noch nach dem Sinn der Geschichte und bin jetzt sehr gespannt, wie sie ausgeht. Ich habe jetzt ja, wenn ich das Video heute drehe, ein bisschen mehr, als ich zu dem Zeitpunkt hatte und bin sehr gespannt diese Woche. Ich werde das Buch wohl schon einen Tag früher beenden, nämlich am Donnerstag. Eigentlich ist eingeplant bis Freitag, aber ich werde Freitag kein Buch mit auf die Reise nehmen und ich möchte ja meine Gedanken auch schon möglichst donnerstags oder vielleicht noch Freitag früh in die Gruppe posten und dementsprechend werde ich es Donnerstag beenden und ihr werdet dann in der nächsten Bücherwoche auf jeden Fall hören, wie mir das gefallen hat, beziehungsweise werden wir natürlich auch im Hangout über Stephen King sowieso ein bisschen sprechen und da werdet ihr dann natürlich vielleicht auch schon so ein bisschen meine Gedanken dazu hören. Dann habe ich jetzt schon zwei, dreimal gelesen, allerdings komplett ohne Wertung in meinem Büchermonat, Leo und die Abenteuermaschine. Und das ist ein Buch von Matthias Arnold. Matthias Arnold habe ich auf der Leipziger Buchmesse kennengelernt. Er hat uns angesprochen, hat uns seine Hörspiele eigentlich vorgestellt. Und wir waren total angetan von der Idee, von seiner, ja, wie er Geschichten erzählt, wie er dazu kam, Kinderhörspiele zu machen. Denn er fand eben, dass viele Hörspiele ein bisschen Unsinn erzählen, nicht die Wahrheit erzählen, die Dinge verdrehen und manchmal auch die Kinder für doof verkaufen. Dabei sind Kinder viel intelligenter, als man ihnen zutraut. Und ich fand das Gespräch mit Matthias wirklich sehr interessant. Ich war total fasziniert von dieser kreativen Idee, von überhaupt diesem kreativen Menschen, der das selbst aufzieht, der die Hörspiele im Grunde selbst produziert und ich glaube, sie sind auch hier hinten abgebildet. Und ich habe jetzt noch kein Hörspiel gehört, weiß aber von einer lieben Freundin, dass sie, glaube ich, schon 3 CDs gekauft hat, weil die Kleine sehr angetan war von dem Buch. Denn ich kam nach Hause und hatte direkt gedacht, ja, ich weiß, wer dieses Buch zuerst in Händen bekommt und den Test bestehen muss. Und ich habe es fast nicht mehr zurückbekommen. Ich musste dann Ostern, was glaube ich 2 Wochen später war, bestechend sein
und habe ein anderes Kinderbuch mitgebracht und gesagt, ich müsste das nochmal so mitnehmen. Habe es mittlerweile auch zwei anderen Müttern sozusagen gezeigt, also Freundinnen natürlich von mir mit Kindern im passenden Alter, und habe es eben auch selbst zweimal vorgelesen und einmal mir selbst vorgelesen. Und ich muss sagen, ich bin sehr angetan. Also ich finde, das ist wirklich eine wunderbare Art, Geschichten zu erzählen. Also auch die Illustrationen sind wirklich ein absoluter Traum. Und ich finde das wirklich ganz, ganz toll. Denn wir haben hier eben Leo, der eine Abenteuermaschine entdeckt und damit eben auch umherreisen kann und somit eben auch einfach Dinge erlebt. Und wir haben hier hinten zum Beispiel, dass er zum Beispiel Einstein trifft, er mal in den Mond fliegt. Und das ist eben so ein bisschen das Hörspiel für schlaue Kids. Ja, also es gibt zum Beispiel auch immer Fragen, die dann gestellt werden zu dem, was gelesen wurde, was den Kindern großen Spaß gemacht hat. Und wir haben hier sogar eine Anleitung für die Abenteuermaschine. Also absolut großartig, und auch eine liebe Kollegin von mir, der habe ich im Grunde den Tipp gegeben. Auch die hat mittlerweile zwei Hörspiele zu Hause und sagt, ja, unser Kleiner hört jetzt gefühlt nichts mehr anderes. Und man merkt, dass die Kinder da gefördert werden, gefordert werden und es ihnen Spaß macht, auch wirklich echte Dinge sozusagen erklärt zu bekommen. Und großes Buch, hat mir wirklich Spaß gemacht, wird mir weiterhin Spaß machen. Ich vermute mal, dass ich es irgendwann, der ich es zu Ostern geklaut habe, wahrscheinlich auch wiedergeben werde. Das Schöne ist, ich habe ja hier auch eine kleine Signatur drin, was natürlich da auch so das Kinderherz noch nicht höher schlagen lässt, aber vielleicht mal, wenn sie dann älter sind. Und wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Wer Kinder hat, wer wirklich tolle Hörspiele sucht, tolle Bücher sucht, der ist, denke ich, bei Matthias auf jeden Fall richtig. Und ich packe mal seine Internetseite auch in die Infobox und gucke da einfach mal vorbei. Dann ist auch erschienen die neue Hücke, die ich mittlerweile auch schon gelesen habe. Also eigentlich jetzt eher in der Woche, aber passt jetzt natürlich so vom Datum am Wochenende. Ich bin aktuell ein absoluter Fan von der Hücke. Ich finde, sie ist mit das beste Lifestyle, Mindstyle-Magazin, was es gibt. Ich finde, für mich hat sie sogar die Flow abgelöst, weil ich manchmal bei der Flow das Gefühl habe, dass sich doch vieles immer wieder mal wiederholt. Klar ist das, nach 2-3 Jahren kann das durchaus passieren, aber bei der Hücke, bei Ausgabe 6, habe ich noch überhaupt nicht das Gefühl, und ich kann die absolut empfehlen. Wer sich mit Hücke beschäftigen möchte, mit Mindstyle, ich finde, der ist hier absolut richtig. Man hat so tolle Gedanken dazu und wirklich auch, es ist auch von innen einfach immer wieder super schön aufgemacht, und ich bin da ein Fan. Also ich finde die großartig. Und hier haben wir so das große Thema Freundschaften, wie Freunde auch das Leben beeinflussen. Und ich denke, da kann jeder Mensch so ein bisschen was mitnehmen. Dann gab es in dieser Woche einen Neuzugang, den ich absolut gefeiert habe. Und ja, ist es nicht schön. Also ich würde es am liebsten den ganzen Tag anschauen. Ich kann das gar nicht anders sagen. Ja, es ist das neue Buch der lieben Jackie Fellgut, Verliebt in Miami. Und das ist bei mir eingetrudelt, um sozusagen mein Jackie-Regal zu füllen. Und ich habe mich so gefreut, dass Jackie mir dieses Büchlein zugeschickt hat, noch bevor sie nach Berlin auf die Love Letter Convention geflogen ist, dass sie da an mich gedacht hat und mir dieses wunderschöne Geschenk im Grunde zugeschickt hat. Ich selbst habe ja auch schon mit dem Taschenbuch geliebäugelt, weil ich das Cover so geil finde. Und das passt farblich einfach perfekt in mein Schlafzimmer neben meinen Mandala. Und ich glaube, dass dieses schöne Cover tatsächlich auch bei mir dann mal an die Wand kommt. Das klingt total komisch, aber dieses Cover hat es für mich einfach in sich. Dieses Pink mit dem Gelb, mit diesen Monstera, mit den Pflanzen hier unten, das Palmenspiel, und es sieht ja rundherum toll aus. Und ich liebe die Bücher von den Self-Publishern, also, weil ich finde, die fühlen sich tatsächlich immer ganz, ganz toll an. Das ist ja, fühlt sich ja so ein bisschen samtig an, und ich finde das einfach unglaublich toll. Und es war ja eine total schöne Liebesgeschichte, die in Miami spielte, die mich wirklich absolut gepackt hat. Ich habe die ja in einem Rutsch weggelesen und ich habe gelacht, ich habe geweint und ich war total begeistert von den verschiedenen Geschichtshandlungen von Nikki, unserer Protagonistin. Und ich habe mich ja auch total,
ja, in den Nebencharakter sozusagen verliebt und fand die einfach großartig. Und ich bin absoluter Fan dieser Geschichte, war für mich auch ein absolutes Highlight. Und Jackie wird für mich jedes Mal besser, wenn sie ein Buch schreibt. Und das Schöne hier war ja auch, dass es so eine Art Playlist gibt, dass die Kapitel mit Songs beginnen. Und das fand ich wirklich auch großartig. Und ja, mir hat diese Geschichte unglaublichen Spaß gebracht. Und ich bin total happy, dass es nun bei mir eingezogen ist. Wir passen heute farblich ja nicht so richtig zusammen. Ich finde, Pink und Rot beißen sich so ein bisschen. Aber so Colorblocking-mäßig geht das ganz gut. Und ja, ich danke dir, liebe Jackie, wenn du das Video siehst, dass das Büchlein bei mir eingezogen ist. Und ja, bin einfach total dankbar dafür und ja, freue mich natürlich. Dann geht es am Montag los mit unserem Leseclub-Buch Mai. Wir sind im Mai und wir lesen ja die Holunderschwestern von Theresa Simon ab dem 21. Mai. Eingeteilt, wie ihr seht, ist es schon. Ich denke mal, dass wenn das Video online kommt, ich die Leseabschnitte auch schon auf Facebook hinterlegt habe, was ich ja am Wochenende nicht schaffen würde. Ich möchte das noch vorher machen. Aber ja, zu dem Zeitpunkt müsste das schon so sein. Die Einteilung ist auch schon bekannt. Ja, die könnt ihr jetzt im Grunde euch auch schon vornehmen. Und dann starten wir mit den Holunderschwestern. Ich bin ja sehr gespannt. Ich habe es ja noch nichts von Theresa Simon gelesen. Es geht hier ja um tragische Epochen, zwei ungleiche Schwestern und eine Liebe, die nicht sein darf. Und ich denke, bei all den Clifton-Sagas und Hansen-Sagas dieser Welt passt vielleicht die Holunderschwestern tatsächlich auch sehr, sehr gut hier mit hinein. Und ich bin sehr gespannt. Also ich freue mich drauf, die Geschichte zu entdecken. Und wir lesen ja auch, glaube ich, wirklich knapp 10 Tage daran. Und bin sehr gespannt. Und wer sich wundert, dass es noch keine Umfrage gab für das Juni-Buch, ja, das haben wir mal wieder total verdattelt, wie wir manchmal so sind. Wenn man eben einfach so ein bisschen was im Leben zu tun hat, dann denkt man da nicht dran. Aber wir werden, denke ich, eine Lösung finden, beziehungsweise dann vielleicht auch einfach ein Buch oder so eine Blitzumfrage, die vielleicht einfach mal nur 24 Stunden dauert. Oder ja, wir werden einfach mal gucken. Oder vielleicht finden wir alle auch einfach ein Buch, was wir alle auf dem Sub haben und dringend lesen wollen. Und ja, da gucken wir einfach mal, wie wir das so handhaben. Und ja, da starten wir am 21.05. Und das letzte Thema der Woche ist dann eine Serie, die ich diese Woche gesuchtet habe, nämlich The Handmaid's Tale, die erste Staffel. Das ist ja eine Serienverfilmung, ja, basierend auf Margaret Atwoods Roman Der Report der Magd. Und ja, das war ja letztes Jahr wirklich ein absolutes Highlight von mir. Es war ja eine Geschichte, die mich total fassungslos und sprachlos immer wieder zurückgelassen hat. Ein Buch, das ich an manchen Momenten durchaus auch zugeklappt habe und gesagt hat, das will ich auf gar keinen Fall weiterlesen, weil die Geschichte wirklich sehr, sehr heftig war. Und auch die Serie ist sehr heftig. Sie läuft auf Amazon, da kann man sich den Staffelpass sozusagen besorgen, beziehungsweise auch die DVD kann man sich hier besorgen. Oder ich glaube, ursprünglich lief sie bei der Telekom. Also wenn ihr dieses Telekom-Media habt, könnt ihr sie euch da auch, soweit ich weiß, anschauen. Aktuell läuft die zweite Staffel in englischer Sprache. Das heißt, ich denke mal, dass man da dann auch demnächst irgendwann die zweite Staffel bei uns sehen kann. Und es ist wohl sogar schon eine dritte Staffel geplant. Die erste Staffel erzählt im Grunde das Buch. Ich vermute dann, dass man die Geschichte, die ja gefühlt mit nicht, also ja, schon mit einem abgeschlossenen Ende endet, aber natürlich immer noch 1000 Fragen offen lässt, dass das dann einfach weitergeführt wird. Und wenn ich auch anfangs dachte, ach, warum muss man denn eine Geschichte weiterspinnen, so wie die Serie aufgebaut wurde, macht tatsächlich eine zweite, dritte Staffel tatsächlich Sinn. Und das fand ich großartig, dass man die Geschichte zu seiner eigenen gemacht hat, im eigenen Medium. Und das gelingt ja nicht sehr oft, das ist nicht immer gut. Man sieht es bei Game of Thrones, spätestens als die Vorlage nicht mehr da war und die Geschichte aber eben einfach eine Buchgeschichte ist und kein Buch mehr da ist, was will man erzählen? Und dass man es dann eben auch verhauen kann, was ja die letzte Staffel für mich zumindest gezeigt hat bei Game of Thrones, dass das manchmal nicht so rund mehr war. Hier hat man gemerkt, dass man sich die Geschichte hergenommen hat, man hat viele Dinge genauso erzählt, wie sie im Buch waren. Man hat Perspektiven dazu bekommen, die man im Buch nur erahnt hat, die nur so in Nebensätzen gefallen sind.
Da hat man eben wirklich so Perspektivwechsel gemacht, um die Geschichte eben anders zu zeigen. Und wir sind hier ja gar nicht weit in der Zukunft bei einem sehr totalitären, ja, Widersystem. Wir widmen uns irgendeiner merkwürdigen Religion. Und ja, es gab eine Katastrophe. Die Frauen wurden unfruchtbar, zumindest die meisten. Eine geringe Anzahl an Frauen kann noch Kinder gebären. Und um diese Frauen, um diesen Frauen Herr zu werden, ja, schafft man eben einige Frauendinge ab. Also Frauen dürfen irgendwann nicht mehr arbeiten, sie werden alle gekündigt, sie dürfen nicht mehr auf ihre eigenen Kreditkarten zugreifen, sondern brauchen im Grunde immer einen Vormund, was halt dann in der Regel vielleicht der Partner ist oder dann natürlich, wenn sie jünger sind, werden es wahrscheinlich die Väter sein, was uns ja durchaus bekannt, auch in unserer Welt vorkommt. Und irgendwann geht dieses System eben so weit, dass ja, die Frauen von hochrangigen Ordensmitgliedern, ja, die eben keine Kinder gebären können, sich eben Mägde halten. Und im Grunde ist das dann nichts mehr anderes wie Zuchtvieh. Das kann man gar nicht anders ausdrücken. Denn diese Frauen werden auf brutalste Art sozusagen gehalten. Also ihnen wird körperlich, also sie werden gefühlt nicht geschlagen oder solche Dinge, aber sie werden im Grunde in Gefangenschaft gehalten, dürfen einmal am Tag hinausgehen und die Einkäufe für den Haushalt erledigen, treffen dort eben auf andere Mägde, dürfen mit niemand anderen sprechen als ihresgleichen, dürfen nicht lesen, keine Musik hören, keinen Fernseher gucken, nichts. Man hat das Gefühl, man ist irgendwo im Mittelalter, weiß aber, dass das gar nicht so weit unserer Zukunft entfernt ist. Und ihr merkt schon, das ist so ein Thema, darüber könnte ich jetzt wahrscheinlich Stunden sprechen und das würde fast ein eigenes Video wahrscheinlich rechtfertigen und lohnen, aber eine Geschichte, die, ja, wir begleiten eben genau so eine Magd und die erzählt uns eben ihre Geschichte, die war, bevor diese Dystopie sozusagen passiert ist. Und das hat man ja gefühlt gar nicht in Dystopien. Man trifft ja die Protagonisten immer erst, als die Dystopie im Grunde schon lange am Laufen ist und eben so der Umbruch stattfindet. Hier lernen wir aber eine junge Frau kennen, die Familie hatte, die einen tollen Job hatte, die sich im Leben wohlgefühlt hat, die sogar ein Kind hatte, das man ihr dann im Grunde entrissen hat, damit sie ja dieser Glaubensgemeinschaft, nennen wir es einfach mal so, dienen kann. Und ja, es hat mich unglaublich mitgerissen, es hat mich unglaublich bewegt, es hat Wunden aufgerissen, die noch gar nicht richtig verheilt waren, was einfach schon im Buch der Fall war. Margaret Atwood hat ja einen sehr schnellen, zum Punkt kommenden Stil, was ja viele nicht so gut finden, weil sie sich das alles ausgeschmückter wünschen würden. Ich glaube tatsächlich, dass ich es ausgeschmückter nicht lesen möchte, weil ich glaube, ich käme gar nicht weit in der Geschichte, wenn das noch bildhafter ist. Für mich hat die Geschichte schon so gereicht, wie sie war, um Albträume davon zu tragen und ständig nur eigentlich kopfschütteln durch die Welt zu laufen. Denn, und das ist so, das ist das Erschreckende, die Welt hier funktioniert zum Teil auch schon so. Wenn wir uns mal den konservativen Judentum anschauen oder die Scharia, da ist das schon so. Und man denkt sich, das ist so weit in der Zukunft. Und es käme doch nie einer auf die Idee, das Kriegsrecht auszurufen und das auszunutzen. Nichts anderes geschieht auf unserer Welt. Und natürlich betrifft das uns in Deutschland nicht so, wie es der Fall in der Geschichte ist. Aber es ist nicht aus den Fingern gezogen. Und ich empfehle jedem, der gerne solche Geschichten liest, insofern liest man das gerne, einfach mal das Buch zu lesen oder sich die Serie zur Hand zu nehmen, die wirklich tief unter die Haut geht, die mich total fassungslos zurückgelassen hat, bei der ich gefühlt noch öfter den Kopf geschüttelt habe als beim Buch und auch manchmal durch die Augen zugemacht habe, weil es so schlimm war, was ja beim Buch gefühlt nicht so geht. Aber die Momente, wo ich das Buch zugeklappt habe, waren auch ähnliche Momente, wo ich die Augen zugemacht habe in der Serie. Und es ist wirklich großartig gemacht. Die Serie nimmt sich Zeit, es sind 10 Folgen, immer, glaube ich, fast eine Stunde. Sie nimmt sich Zeit, sie hat diese Nebenperspektiven, die Welt nochmal deutlicher macht, klarer macht, viel mehr Input gibt, wie diese Welt funktioniert, wie jeder auf seine Art und Weise irgendwas dazu beigetragen hat, den wir kennenlernen. Und das ist ja für mich eine Highlight-Serie, die mir fast schon zu viel war. Das muss man ehrlich sagen. Mir war es manchmal, wenn man sich das Buch anguckt, das glaube ich 300 Seiten hat, daraus
10 Stunden Stoff zu machen, ist genau das, was ich an Atwood schätzte, hat man im Grunde in der Serie schon fast übertrieben, indem man zu viel erzählt hat. Manchmal ist es auch schön, wenn was im Verborgenen bleibt, das muss man ehrlich sagen. Aber es ist eine wirklich ganz, ganz tolle dystopische Science-Fiction-Story, die gar nicht weit weg ist. Und das ist wirklich was, was mich so, ja, ihr merkt es auch, aufwühlt und immer noch, ja, es ist noch zu, es sitzt noch zu frisch, mich wirklich ganz schön getroffen hat. Und man eben in der Welt sich umguckt und denkt, wir Menschen tun uns das schon an. Vielleicht nicht 1:1, aber ja, wir sind nicht weit so gefühlt davon entfernt, ne? Also ja, aber ja, es ist ein absolutes Highlight. Guckt auf Amazon, holt euch die DVD, je nachdem, welches Medium ihr bevorzugt, und genießt diese Serie, also diesen, ja, diese dystopische Welt, die gefühlt gruseliger überhaupt nicht geht und mich ja auch lange Zeit davon abgebracht hat, Jugenddystopien zu lesen, weil das so das Maß aller Dinge dann einfach war, neben Panem, was nach wie vor auch mein absolutes Highlight ist. Und die Nachtsonne war auch großartig, aber natürlich eher jugendlich. Aber ja, ja, absolute Serienempfehlung, wenn ihr euch an das Buch nicht traut, dann ja, schaut euch die Serie an. Und ich selbst möchte unbedingt weiterhin was von Margaret Atwood lesen. Ich habe ja, glaube ich, bisher 3 oder 4 Bücher von ihr gelesen. Das eine war so eine Kurzgeschichtensammlung. Und es gibt ja auch auf Netflix Alias Grace, das ja ebenfalls von ihr ist. Und auch da kann ich die Serie absolut empfehlen. Aber meine Güte, jetzt quatsche ich hier bestimmt schon eine Dreiviertelstunde. Und ja, sollte ja das letzte Thema sein. Ja, das war es nun auch von mir. Aber die Serie, vielleicht verdient die tatsächlich auch noch ein eigenes Video. Ja, vielleicht müssen wir da einfach mal ein Gesprächs-Hangout machen, um das alles zu verarbeiten. Ich bin schon sehr gespannt, jetzt dann natürlich auch auf unser Kingsiana-Treffen. Und auch Paddy hat sich ja die Serie angeguckt und auch Phil. Und ich glaube, da können wir dann stundenlang gefühlt darüber sprechen, insofern sich Thorsten dann nicht langweilt. Aber ja, ja, das war's von mir. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr heute Abend beim Hangout mit live dabei seid, wenn ihr es vielleicht spontan schafft, heute noch in den Hugendubel zu kommen in Frankfurt. Da freuen wir uns natürlich mega drauf. Ich bin total gespannt auf das Wochenende und wir werden auf jeden Fall danach auch berichten. Folgt uns da ein bisschen auf Instagram, da werden wir auf jeden Fall Live-Stories und Ähnliches machen und natürlich auch Bilder posten und guckt da einfach mal vorbei. Und ja, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.